Ja, einen wunderschönen guten Abend, buenas noches. Mein Name ist Ingrid Fankhauser und ich begrüße Sie im Namen des Österreichischen Lateinamerika-Instituts und der Wiener Volkshochschulen zum heutigen Vortrag der Reihe Die Aztekinnen, die wir in Kooperation mit dem Weltmuseum durchführen. Wir freuen uns, dass auch heute wieder so viele Teilnehmerinnen mit uns in die indigene Kultur Mexikos eintauchen werden. Für den heutigen und leider schon letzten Vortrag Indigenismus und die Paradoxien der Patrimonialisierung des Aztekischen haben wir den Mexiko-Experten Diego Freudenthaler eingeladen. Er ist Masterabsolvent am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien und erforscht die Schnittstelle zwischen Identität, Politik und Ökonomie in den sogenannten Small Spaces of Life, wie auch in größeren historischen Formationen Mexikos, mit besonderem Fokus auf die Beziehung zwischen Indigenen und Mestizinnen. Nun aber wünsche ich Ihnen einen anregenden Abend mit dem Thema Indigenismus und ich übergebe an Diego Freudenthaler. Hallo, einen schönen guten Abend allerseits. Ja, ich möchte meine Präsentation gleich mit einer kleinen Anekdote und einem Zitat beginnen. Das soll ein bisschen veranschaulichen, um was es in diesem Vortrag gehen wird. Nächste Folie bitte. Genau, als 1994 die Sozialrevolutionären und indigenen Zapatistas eine Stadt im südlichen Mexiko besetzten, war einer ihrer Slogans Nunca más un México sin nosotros, also nie wieder ein Mexiko ohne uns, nie mehr ohne uns. Und damit haben sie sich als ausgeschlossene, diskriminierte Indigene gemeint. Und für viele nicht-indigene Mexikanerinnen der Mehrheitsgesellschaft, also das, was man unter Mestizinnen versteht, war der Slogan recht irritierend, denn für sie waren eigentlich die Geschichte und die Kultur der indigenen Bevölkerung von jeher ein eigentlich essentieller Teil ihrer eigenen Geschichte und Identität. Also wie hätten da Indigene nicht inkludiert gewesen sein können? Was ich jetzt im Vortrag versuche, anhand von der geschichtlichen Entwicklung darzustellen, ist gerade, wie diese Wahrnehmung zustande gekommen ist. Also wie eigentlich trotz dieser Wahrnehmung es möglich war, dass die indigene Bevölkerung aus vielen Bereichen von, sei es sozialen, politischen, ökonomischen Leben in Mexiko ausgeschlossen ist und war. Ja, eine kurze Vorwarnung, auch wenn die Aztekinnen und deren heutigen kulturellen Sprach- und sprachlichen Nachfolger, die sogenannten Nahua-Ethnien, einen prominenten Platz haben, auch in der Vortrag, aber auch in der Geschichte, geht es im Grunde um die Bevölkerung, also die indigene Bevölkerung Mexikos im Allgemeinen. Und das heißt, der nationale Indigenismus betrifft nicht ausschließlich Aztekinnen, aber sie sind dort ein wichtiges Motiv und werden jetzt auch öfter vorkommen. Ja, was ist Indigenismus? Also jetzt nur für die Einleitung ganz allgemein gesprochen, ist Indigenismus eine Art Wertschätzung von Indigenen und deren Kultur, aber durch die, die nicht Indigene sind. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass Indigenismus ein gewisses Interesse an diesen Indigenen bezeichnet und eine Form, ihnen zu helfen, sie entwickeln zu wollen und auch in den Nationalstaat integrieren zu wollen. Man muss aber dazu sagen, es gibt auch eine spezifische institutionelle Phase, dem sogenannten institutionalisierten Indigenismus. Und damit werde ich mich auch beschäftigen, aber auch mit den Vorläufern und Nachfolgern. Nächste Folie bitte. Genau, der grobe Zeithorizont, in dem wir uns bewegen, ist vom 19. Jahrhundert bis heute. Und das sind drei Perioden, die man etwas unterscheiden kann. Nämlich das 19. Jahrhundert mit der Unabhängigkeit von Mexiko, das 20. Jahrhundert nach der Revolution, der Mexikanischen Revolution und eben dieser institutionalisierte Indigenismus und ab Ende der 80er bis vor allem dann ab 2000 eine multikulturelle Phase. Was sich hier durchzieht, ist eigentlich, dass die Integration des Indigenen in das Nationale immer eine gleich
gleichzeitige oder simultane Wertschätzung von Indigenen und gleichzeitige Diskriminierung von ihrer Kultur beinhaltete. Und hier gibt es natürlich gewisse Kontinuitäten, aber auch Diskontinuitäten, die sich von Periode zu Periode zeigen. Ich werde jetzt diesen historischen Zeithorizont auf drei verschiedenen Ebenen analysieren. Das erste sind indigene Diskurse, das heißt, wie Indigene wahrgenommen werden von Politikern und von der Mehrheitsgesellschaft. Das zweite ist die indigenen Politik, das heißt, wie mit ihnen umgegangen wird. Und das dritte sind indigene Strategien oder Auswege, das heißt, wie Indigene ihrerseits damit umgehen können, mit diesen Perspektiven, mit dem Indigenismus. Und ja, da werde ich aus den vielen Möglichkeiten, die es gibt, drei kleine Beispiele vorstellen in je diesen Zeitperioden. Nächste Folie bitte. Genau, bereits bei der Konstitution von Mexiko als unabhängige Nation hat die Indigenismus eine ziemlich wichtige Rolle gespielt. Und man muss sich im Klaren sein, dass zu der Zeit, ungefähr 1800, Neuspanien, das Vizekönigreich Neuspanien, aus ungefähr 60% Indigenen oder sogar mehr bestand, 23% Mestizinnen und nur 17% Weiße oder Europäer. Und da wiederum waren es hauptsächlich Kreolinnen, also die Spanier, die in Amerika geboren sind, die Mehrheit darstellten. Und die Spanier, die in Spanien geboren sind, die nennt man Peninsulares, also Halbinsler aus der Iberischen Halbinsel, die haben nur eine sehr geringe Minderheit dargestellt. Warum ist dieser Unterschied wichtig? Weil die Unabhängigkeit hauptsächlich von diesen Kreolinnen ausgegangen ist. Das mag zuerst verwunderlich sein, aber das erklärt sich auch dadurch, dass in der spanischen Kolonie diese Kreolinnen sehr benachteiligt wurden, also politisch benachteiligt. Sie wurden aus höheren Stellen in der Verwaltung und Kirche ausgeschlossen. Und das wiederum lässt sich vereinfacht gesagt erklären, dadurch, dass die Spanier ein bestimmtes Konzept hatten, nämlich dass das Land, in dem man geboren war, bestimmte charakterprägende Eigenschaften auf die Person hat. Dadurch waren die Kreolinnen eben, die in dem damals wilden und barbarischen Amerika, wie die Spanier beschrieben haben, die wurden herabgestuft und als moralisch entartet angesehen und damit eben für diese höheren Ämter ungeeignet. Die Kreolinnen nun versuchen, diese Diskriminierung zu delegitimieren, und zwar nicht dadurch, dass sie dieses Konzept angezweifelt haben, sondern indem sie es umgedreht haben und versucht haben, das Land Amerika und Mexiko und dessen Geschichte aufzuwerten. Ja, nächste Folie bitte. Mit dieser Aufwertung haben sie dann versucht, die Unabhängigkeit und die Selbstständigkeit vom einzigen Mutterland, also Spanien, zu legitimieren und haben versucht, eben ein neues Mutterland zu kreieren, nämlich Mexiko, die Nation Mexiko. Also das Vizekönigreich Neuspanien sollte zu Mexiko werden. Und hier spielen vor allem auch die aufklärerische, liberale, moderne Nation eine große Rolle, also die Idee von einer Nation als eine natürlich gewachsene Gemeinschaft, die vereint ist in einer ancestralen Herkunft und Kultur und Sprache. Und das muss auch im Kontext von der US-amerikanischen Revolution gesehen werden und der französischen Revolution, die kurz davor gewesen ist und die sich gegen diese absolutistischen Regime gestellt haben, in denen eigentlich die Untertanen vereint waren, weil sie dem Gott gewählten König folgten. Die Kreolinnen haben jetzt versucht, diese Nation zu bauen, also diese imaginierte Gemeinschaft, und brauchten dafür natürlich eine gemeinsame Geschichte. Und das hat nicht nur, aber vor allem auch durch die Aufwertung der prähispanischen Vergangenheit funktioniert. Ein Beispiel dafür ist der Jesuit und Geschichtsschreiber Francisco Clavijeron, der schrieb ein Buch über die alte Geschichte Mexikos. Und er begann da, die spanische Interpretation umzudrehen. Bisher war es eigentlich so, dass die prähispanischen
Zivilisationen als keine Zivilisationen angesehen wurden, sondern als Wilde oder auch als Barbaren. Und die spanische Kolonialherrschaft wurde legitimiert, als dass sie diesen Barbaren die Zivilisation bringt und sie von einer brutalen aztekischen Unterdrückung befreit. Clavijero schreibt jetzt zum Beispiel, Zitat, nie haben die Europäer ihre Vernunft unweise eingesetzt, als wo sie die Vernunft der Amerikaner angezweifelt haben. Genau, und ein Mittel, um diese Vernunft der Mexikaner oder der Amerikaner, wie er sie genannt hat, zu beweisen war, dass die Azteken, die Zivilisation der Azteken, mit denen der alten Römer und Griechen verglich. Er nahm da zum Beispiel die Sprache, die Philosophie, Religion, Traditionen und auch politische und juristische Systeme und zeigte, dass die also für ihn sehr viele Parallelen hatten. Genau, in den bildenden Künsten zeigt sich das zum Beispiel auch. Und hier hat man, und hier rechts sehen Sie zwei Beispiele dafür. Unten rechts sieht man eine Szene aus dem aztekischen Herrschaftshaus, wo der König in der Mitte ist und die alle eifrig diskutieren. Und diese Szene ist den klassischen römischen Senatsszenen nachgestellt. Also hier sieht man keine grausame Barbaren, sondern noble Bürger mit Manieren und Kultur, die miteinander diskutieren. Und oben sieht man einen aztekischen Krieger in Marmor, der eben den griechischen Kriegern, den tapferen, edlen, mutigen Kriegern nachempfunden wird. Das Ganze steht natürlich in der Bildsprache des europäischen Klassizismus, der hier übernommen wird und damit zeigt man, dass die Antike der Azteken genauso ist wie die Antike der alten Europäer. Man fragt sich jetzt natürlich, was wurde aus den lebenden Indigenen, die ja immerhin 60% der Bevölkerung ausmachen? Wurden die auch zu rationalen, zivilisierten Mitbürgerinnen? Paradoxerweise nicht, denn die Aufwertung der prähispanischen Bevölkerungen ging nicht mit einer Aufwertung der lebenden Indigenen einher. Die wurden vielmehr voneinander getrennt. Nächste Folie bitte. Hier ist ein Zitat von Clavijero, der genau das beschreibt. Er sagt, es kann nicht verneint werden, dass die modernen Mexicanos sich in vielen Aspekten von den Antiken unterscheiden. Wie es auch unbestreitbar ist, dass sich die modernen Griechen von jenen unterscheiden, die in Zeiten Platons und Perikles floriert haben. In den Seelen der antiken Indios brannte das Feuer und die Idee der Ehre machte einen größeren Eindruck. Sie waren kühner, agiler, fleißiger und aktiver als die modernen. Genau. Also wie ist jetzt dieses Paradox zu verstehen? Hier gab es durchaus Versuche von diesen Kreolinnen, sich das zu erklären. Und da war also so ein kruder biologischer Rassismus, reichte da nicht aus, sondern man brauchte irgendein Konstrukt, das das erklärt. Ja, nächste Folie bitte. Eine Erklärung war, dass die koloniale Herrschaft der Spanier die alte Zivilisation degenerierte, unter Anführungsstrichen, und zum moralischen Ruin führte durch einerseits den dogmatischen Katholizismus und Inquisition und andererseits durch dessen Isolation. Ein liberaler Schriftsteller schreibt später, Zitat, die Isolation, in der die Indios gezwungen waren zu leben, hinderte sie daran, Vorzüge der spanischen Zivilisation zu erlernen. Und eine liberale Zeitung zu der Zeit schreibt auch, die heutigen Indios sind schwer wiederzuerkennen als die Nachkommen der Mexicanos des Reiches Moctezumas. Sie verloren ihre eigene Zivilisation mit der Conquista, ohne die europäische aufzunehmen. Das heißt, die Indigenen werden hier, also die lebenden Indigenen, werden hier fast so Völker ohne Geschichte. Sie sind weder dort, also weder bei den aztekischen Zivilisationen, noch sind sie Europäer. Das heißt, das gleiche Argument der grausamen kolonialen Herrschaft, die sogenannte schwarze Legende, wurde genutzt, um einerseits die spanische
die spanischen Kolonialherren zu delegitimieren und gleichzeitig um die indigenen lebenden Mehrheitsbevölkerung deren Unterlegenheit zu proklamieren. Nächste Folie, bitte. Also zusammengefasst haben die Kreolen also zuerst das Land Mexiko aufgewertet gegenüber Europa, dann die Ureinwohner von ihren Vorfahren entfernt und dann sich als die eigentlichen Nachfolger der kolonialisierten aztekischen Zivilisation positioniert. Es ist hier natürlich kein Zufall, dass die kreolischen Eliten auch den Namen Mexiko ausgewählt haben, also, und sich damit auf die Mexicas bezogen haben. Clavijero schreibt zum Beispiel in seinem Vorwort zu dieser Geschichte über Mexiko, dass es eine Geschichte Mexikos ist, geschrieben von einem Mexikaner, von einem Mexikaner und nicht von einem Spanier, wie es davor war. Das heißt, schlussendlich wurde die Kolonialisierung zu einer Fremdherrschaft uminterpretiert. Hier sehen Sie auch eine Statue von Cuauhtémoc, dem letzten Herrscher der Azteken. Und in der Inschrift wird er als Verteidiger der Patria, der Heimat, beschrieben gegen die spanischen Invasoren. Also er war quasi das Vorbild für die Kreolinnen, die dann genau das Gleiche gemacht haben. Also ihre Patria verteidigt gegen die Spanier. Nächste Folie. Der Historiker Stefan Scholzker weist dann hier in diesem ganzen historischen Komplex auf diesen interessanten Punkt hin, nämlich, Zitat, die nachgeborenen Europäer amerikanisierten sich, indem sie die amerikanische Geschichte europäisierten. Das heißt, für diese Kreolinnen waren die Azteken eigentlich eine Europäer, also eine weiße Person und hatten nichts mit den aktuellen Indigenen mehr zu tun. Und hier rechts sehen Sie ein Bild aus dem 19. Jahrhundert. Da steht quasi die neu erschaffene mexikanische Nation auf den Ruinen der aztekischen Zivilisation. Aber was die Zukunft anbelangt, ist Europa weiterhin das Vorbild. Das heißt, das Ideal ist die moderne westliche weiße Nation. Oder wie später der Diktator Porfirio Díaz sagen sollte mit seinem Motto Ordnung und Fortschritt. Ja, nur hier gibt es wieder ein Problem, nämlich was macht man jetzt mit diesen 60% der Indigenen? Nächstes Bild bitte. Es gab jetzt grob gesagt drei verschiedene Ansätze, nämlich zuerst die Exklusion von dieser Bevölkerung durch eine neue Verfassung mit Bürgerrechten, von denen de facto Indigene und auch Frauen ausgeschlossen waren. Aber dieser Ansatz war nicht sehr beliebt, weil natürlich ist das eigentlich der Ansatz, den die Spanier hatten und man schließt damit mehr als die Hälfte der eigenen Bevölkerung aus. Deswegen gab es einen anderen Ansatz, nämlich die Assimilierung durch Verweislichung. Und da ging man nicht unbedingt von einem sozialen Darwinismus aus, sondern eher von einem Lamarckianismus, in dem Indigenen also aufsteigen konnten. Sie konnten zu Weißen werden, wenn sie sich nur so verhalten und sich Bildung aneignen. Aber das hat man natürlich als einen sehr langsamen Prozess gesehen, der vielleicht ein paar Individuen, wie hier ganz rechts dem Präsidenten Benito Juárez, gelingen konnte, aber auf kurze Sicht hin viel zu ineffizient war. Das heißt, ein dritter Ansatz war, den Indigenen durch Rassenmischung auszulöschen praktisch. Das heißt, europäische Immigration. Ja. Nächste Folie bitte. Ein Zitat, der diesen letzten Ansatz auf den Punkt bringt, stammt wieder von Francisco Pimentel. Er schreibt, nachdem wir all die Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten abgetastet haben, also die vom indigenen Problem, und mit der Annahme, dass es nicht recht noch möglich wäre, die Indios zu zerstören, weil das ja die Kreolinnen auf eine Ebene mit den Spaniern bringen würde, muss zugegeben werden, dass das einzige Heilmittel für die Nation in dessen Transformation durch europäische Immigration besteht. Das war so der Ansatz, der dann am populärsten wurde, aber auch nicht ganz funktioniert hat.
weil nicht so viele Immigranten gekommen sind, wie zum Beispiel in die USA. Genau, aber es gab trotzdem für Indigene selber gewisse Möglichkeiten, wie sie Anerkennung erhalten konnten, ohne diese indigene Kultur und Identität vollständig zurückzulassen. Und ein Ansatz war da eine selektive Modernisierung bestimmter kultureller Elemente. Nächste Folie bitte. Und genau diesen Ansatz möchte ich jetzt kurz mit einem Beispiel vorstellen, nämlich die Modernisierung dieser zapotekischen Tracht. Also hier rechts sehen Sie eine traditionelle indigene Tracht von zapotekischen Frauen in Oaxaca aus dem Istmus von Tehuantepec. Genau, und das ist ein bisschen ein Beispiel, wie selbst unter diesen Bedingungen es möglich war, dass eine indigene Tracht zu einem modischen Kleidungsstück wurde, der auch von Nicht-Indigenen und von der urbanen Gesellschaft getragen wurde. Und für diesen Wandel zentral war eine Frau, nämlich Juana Catalina Romero, so eine Frau aus Tehuantepec, eben aus der Zone. Und ja, es ist eine sehr interessante Person, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, aber wichtig ist, dass sie es mit der Zeit schaffte, zur angesehenen Kauffrau aufzusteigen. Und sie nutzte dann diese Position, um die Tracht bekannt zu machen. Und zwar durch zwei verschiedene Punkte. Nämlich erstens, sie reiste nach Europa und konnte dort die neuesten Moden kennenlernen. Und da war die viktorianische Mode ganz, ganz stark. Und sie hat nun die modischen Stoffe aus Europa, wie Samt, Seide und Spitzenstoffe, nach Mexiko gebracht. Und auch Nähmaschinen, also diese Singer-Nähmaschinen, die zu der Zeit ganz neu waren. Und hat angefangen, dort in Tehuantepec zusammen mit indigenen Frauen eine Fabrik aufzubauen. Und den Frauen diese Stoffe und die Nähmaschinen zu geben. Und das wiederum inspirierte diese Frauen, die Tracht zu innovieren. Und da Elemente einzubauen, die für diese Frau, Juana Catalina Romero, als modische Symbole der Zeit gesehen wurden. Genau, aber als zweiter Punkt, der auch wichtig ist, sie modernisierte die Tracht nicht nur, sondern sie nutzte die Assoziationen von der Tracht mit der zapotekischen Zivilisation. Und da muss dazu gesagt werden, dass es eben in dieser Zeit vor allem die Azteken und später auch die Maya waren, die in der prähispanischen Zeit sehr angesehen waren. Aber der Bundesstaat Oaxaca hat versucht, für sich selber auch eine prähispanische Zivilisation aufzubauen und bekannt zu machen, die sie dann mit den Azteken verglich. Und das waren eben die Zapoteken. Und hier wurde vor allem auch diese aristokratische Aura der Zapoteken immer wieder erwähnt. Und das wurde auch von Europäern verglichen mit diesem Gewand von den Tehuanas. Hier zum Beispiel ein Zitat aus einer Zeitung schon im frühen 20. Jahrhundert, die schreibt: Wunderschöne Tehuanas in extrem teuren und artistischen Trachten begrüßen den Präsidenten. Diese junge Frauen der besten Familien zeigten ihre luxuriösen Trachten aus feiner Seide mit prunkvollen Ketten aus Goldmünzen. Also wir sehen schon, dass diese Tracht weniger zu tun hatte mit den ruralen, primitiven Trachten, wie sie damals gesehen wurden von den Mestizen und den Kreolinnen, sondern gerade diese Tracht hatte eben dieses aristokratische, teure, luxuriöse. Und das lag also nicht nur, aber vor allem an dieser Juana Catalina Romero, die diese Tracht selektiv modernisierte. Nächste Folie. Die Tracht wurde dann immer wieder in den neuesten modischen Trends adaptiert und auch dann von berühmten Theaterschauspielerinnen getragen und so langsam auch von der urbanen Gesellschaft angenommen. Juana Catalina Romero war
ist dann langsam auch aufgestiegen zur ersten weiblichen Großindustriellen Lateinamerikas, also einer der ersten. Und hat dann auch in Tabak investiert und so weiter. Aber vor allem ist sie auch ihrer Stadt treu geblieben, wenn man so sagen kann, und wurde zur Patronin und Wohltäterin von Dewante Beck. Also das heißt, insgesamt betrachtet war sie zwar eine Agentin der Modernisierung, sie hat auch Schulen gebaut und Krankenhäuser, aber ohne das Indigene zu verleugnen oder vollkommen wegzulassen. Ja, was diese Geschichte jetzt vorausahnen lässt, ist ein Novum, das so im 19. Jahrhundert nicht so stark existierte, nämlich Mestizaje als Basis von der nationalen Identität. Und darauf komme ich jetzt. Nächste Folie, bitte. Das heißt, gegen Ende des 19. Jahrhunderts und insbesondere am Anfang des 20. Jahrhunderts war diese Idee immer wichtiger. Die vom Mestizo, und es war vor allem, also man hat sich Mestizo vor allem als eine männliche Person vorgestellt, aber es gab natürlich auch Mestizas, genau, dass diese Figur nicht mehr nur eine Übergangsrasse darstellt zu einer eigentlich besseren Rasse, nämlich einer weißen europäischen Rasse, sondern der Mestizo wurde zur eigentlichen besseren Rasse, die es zu erreichen gilt. Man muss daran denken, dass zu der Zeit noch immer ungefähr die Hälfte der Bevölkerung Indigenen waren. Und einer, der diese Idee, dass man jetzt die Sache entscheidend mitprägte, war der Anthropologe Manuel Gamio. Hier ist ein Zitat aus einem Buch von 1916, in dem er mit einer sehr poetischen Sprache die Einstellung des 19. Jahrhunderts kritisiert. Und er schreibt, dass die damals nur die Indigenen nur als einen Sockel verwendet haben für die europäische Statue. Also jetzt bildlich gesprochen. Und diese Statue war dadurch fragil und instabil. Und was er jetzt propagiert, ist, dass der Mestizo weder europäisch noch indigen sein sollte, sondern aus einer Amalgamierung vom Besten aus diesen beiden Welten entstehen sollte. Er vergleicht den Indio mit Bronze und die Spanier mit Eisen. Und aus diesen zwei Metallen soll jetzt eine neue kosmische Rasse entstehen, schreibt er. Hier ist das Eisen, hier ist die Bronze, lasst uns das zusammenrühren. Manuel Gamio schreibt, als die Revolution, die mexikanische, gerade voll im Gange ist, die hat von 1910 bis 1920 ungefähr gedauert, und große gesellschaftliche Umbrüche mit sich gebracht. Nächste Folie, bitte. Hier ist noch bildlich dargestellt, diese Idee, dass man die Sache aus dem Indigenen und Spanischen wird, ein neuer Mexikaner. Nächste Folie. Genau, aber diese Idee war, was den indigenen Diskurs und die Politik angeht, nicht so ein starker Bruch zu dem, was vorher war. Es ist vielmehr eine graduelle Erweiterung. Und das Problem der Indio hat sich natürlich noch immer für die Eliten Mexikos ergeben. Nur, dass sie jetzt im Kontext von auch einem stärkeren Antiimperialismus den Fokus von Immigration wegnahmen. Das wurde aber noch immer gefördert, aber nicht mehr so stark, und einen neuen Fokus setzen, nämlich auf Assimilierung durch Entwicklung. Manuel Gamio schreibt hier zum Beispiel, wenn man seine Ernährung verbessert, seine Kleidung, seine Bildung und seine Freizeitgestaltung, wird der Inyo die zeitgenössische Kultur umarmen wie ein Individuum jeder anderen Rasse auch. Das heißt, dieser Lamarckianismus ist noch immer hier präsent, aber wird auch mit den sozialen Agenten der Revolution artikuliert. Und das heißt, was nun im Vordergrund ist, ist vor allem auch die Bildung, Alphabetisierung der ländlichen Regionen. Und das existierte nicht nur als ideologisches Konzept, sondern wurde tatsächlich angestrebt und zu einem gewissen Grad auch realisiert. Aber was die
Was die Eliten jetzt hatten, war ein neues Problem. Nächste Folie bitte. Nämlich, sie gingen davon aus, dass die indigene Bevölkerung eine, Zitat, natürliche Resistenz hat, die sie dem kulturellen Wandel entgegenstellt. Das heißt, die Schuld wurde jetzt quasi den Indigenen in die Schuhe geschoben, dass sie sich nicht schnell genug modernisieren. Und das war nicht, das lag nicht an ihrer Rasse, an ihrer biologischen Rasse, sondern an ihrer Kultur jetzt. Also für diese Anthropologen. Und was jetzt war, ist, dass man versuchte, durch die Erforschung der indigenen Lebensweise zuerst die indigene Kultur richtig zu verstehen und dann die problematischen Elemente zu identifizieren, die eben diesem Mestizaje im Wege stehen. Also das Interesse für die Kultur der lebenden Indigenen, das jetzt auftauchte, hatte eigentlich ein doppeltes Ziel, nämlich erstens die Erleichterung der Assimilierung und zweitens die Authentifizierung der Nation. Also die Mexikanerinnen selber sollten die indigene Kultur nicht nur der prähispanischen, sondern auch der lebenden kennenlernen und sie als ihre eigene verstehen. Genau. Und aus diesen beiden Sachen geht nun die Devise des postrevolutionären Indigenismo hervor. Nächste Folie bitte. Nämlich den Indio mexikanisieren und den Mexikaner indigenisieren. Genau, klar, dass hier mexikanisieren, gleichgesetzt wurde mit urbanisieren und zivilisieren. Und dieses Indigenisieren der Mestizen wurde eher als ein Verbessern der Rasse wahrgenommen. Und ich bringe jetzt gleich Beispiele dafür. Aber grundsätzlich, Indigenismus in dieser Periode wurde damit das quasi der soziale, so Zitat, der soziale Ausdruck des biologischen Mestizaje gesehen. Ja, nächste Folie bitte. Das heißt, es gibt gewisse Unterschiede von dieser Einstellung gegenüber dieser vom 19. Jahrhundert. Und das äußert sich zum Beispiel in den Jubiläumsfeiern zur Unabhängigkeit, also 100-jähriges Jubiläum, das 1910 gefeiert wurde, das heißt der Anfang von Unabhängigkeitskriegen, und dann 1921 nochmal fürs Ende der Unabhängigkeitskriege. Und 1910, also mitten in der Diktatur noch, also man sieht hier in der Mitte vor dem aztekischen Kalender den Diktator Porfirio Díaz, wie er stolz diese Überreste der aztekischen Zivilisation präsentiert. Und man sieht Bilder von der großen Parade, die aufgeführt wurde, wo Indigene engagiert wurden, sich mit aztekischem Gewand zu verkleiden. Und sie sollten eben diese aztekischen, prähispanischen Azteken vorführen und herzeigen in dieser Parade. Interessanterweise wurde von manchen Eliten vorgeschlagen, dass für diese Parade ein Verbot ausgesprochen werden sollte, dass Leute verbietet, in der indigenen, also indigenen männlichen Tracht zu kommen, den sogenannten Calzón de Manta. Das ist so eine schlichte, weiße Baumwolltracht, die vor allem indigene Männer tragen. Und ja, das Verbot wurde am Ende nicht durchgesetzt, aber das stand im Raum, also dass man die lebenden Indigenen ausschließt von der Feierung ihrer Wurzeln eigentlich. Genau, 1921 dann schaut das Ganze etwas anders aus. Nächste Folie bitte. Da stand im Zentrum eine spezifische Großausstellung von indigener Volkskunst, von den aktuellen Indigenen. Hier links sieht man die politische Elite vor indigenem Kunsthandwerk und rechts ist ein Operntheater,
das mit innigen Trachten aufgeführt wurde und wo ein surrealistischer Künstler engagiert wurde, um das Bühnenbild zu malen, und zwar anhand von der Vorlage von indigener Kunst. Genau, nächste Folie bitte. Das heißt, neben dieser zivilisatorischen Gloria der Azteken und Aztekinnen wurde nun auch die Welt der lebendigen Folklore für die mexikanische Mehrheitsgesellschaft neu entdeckt. Und wichtig war vor allem eben dieses traditionelle Kunsthandwerk, die Artesanías, die wurden zum Zeichen vom neuen Mexiko. Der diese Großausstellung organisiert, war ein Künstler, der sich Dr. Atl nannte, Atl nach dem Aztekischen für Wasser. Und er schreibt, Zitat, seit diesem Tag, seit dem Beginn der Ausstellung, wird die Genialität und die Fähigkeit der Indigenas von der mexikanischen Regierung anerkannt. Und weiter, die Artes Populares sind die charakteristische Manifestation der Seinsart des mexikanischen Volkes. Also wir sehen hier, wie die Aufwertung, Anerkennung und Aneignung von indigener Kultur Hand in Hand gehen. Und ja, interessanterweise waren all diese Künstlerinnen, die dann Anfang des 20. Jahrhunderts auftauchten und sehr wichtig wurden für die Nation, die haben fast alle in Europa studiert. Und zu der Zeit war gerade Surrealismus und ein sogenannter Primitivismus en vogue, also Picasso, Gauguin, Chagall, Piero Osmani. Und das ist insofern wichtig, als hier Parallelen gesehen wurde zwischen der indigenen Kunst und diesen primitivistischen Strömungen von europäischen Künstlern. Es gab zum Beispiel einen mexikanischen Künstler, Roberto Montenegro, der schrieb, dass ihn die Ausstellung, diese Großausstellung, an eine Ausstellung von russischen Künstlern erinnert, die er in Paris gesehen hat. Und er schreibt dann, dass er erstaunt ist, warum er erst jetzt von dieser Genialität der indigenen Kunst erfahren hat. Eine Kunstform, die besonders faszinierend war für diese Leute, waren die sogenannten Retablos. Nächste Folie bitte. Retablos oder ex votos sind so kleine Votivgaben, man sieht sie da unten links. Mit denen haben eben vor allem Indigene ihren Dank gegenüber Heiligen oder Heiligen geäußert, indem sie es zu einem indigenen Maler brachten und der stellte eine Szene dar, die Indigenen ihnen beschrieben haben. Also so hier zum Beispiel sieht man einen Bauern, der schreibt, dass er in Versuchung gekommen ist, mit dem Teufel einen Deal einzugehen, damit sein trockenes Feld wieder feucht wird und kurz davor stand, aber dann ist die Virgin de Guadalupe, Jungfrau Maria, erschienen und hat ihn davor bewahrt und kurz darauf ist dann Regen gekommen. Das schreibt er da und das lässt er dann malen und bringt das dann zu der Kirche. Und hier rechts sehen Sie ein Bild von dem georgischen Künstler, der zu der Zeit sehr berühmt war, beziehungsweise ein bisschen später, aber man sieht hier die Parallelen, die für diese ganzen mexikanischen Künstler, die in Paris studiert hatten, offensichtlich waren. Interessanterweise wird jetzt, werden diese Retablos zu wirklich dem authentischsten der mexikanischen Kunst gehoben. Also der Montenegro, der schreibt zum Beispiel, die vom Spender erzählte Geschichte wird vom Maler mit einem primitiven Einfallsreichtum, Charme und tiefen religiösen Glauben interpretiert. Unsere großmodernen Maler haben in diesen Retablos eine der authentischsten Expressionen der mexikanischen Malerei gefunden. Auch Diego Rivera schreibt 1925 ein Essay über genau diese Retablos, mit dem Titel Der wahre und der einzige malerische Ausdruck des mexikanischen Volkes. Und er würdigt da vor allem die indigene Seele, die in diesen Retablos zum Vorschein kommen sollen.
Der Punkt ist hier, dass der Kontrast zwischen primitiv und modern nicht ganz greift, wie man es sich vorstellt. Denn eben zu dieser Zeit war es gerade das Primitiv, das in Europa modern war. Genau. Und in dem Sinn ist diese Ausstellung von 1921 nicht ganz unähnlich von der von 1910. Das heißt, dieses ausgestellte Indigene, sei es das Aztekische, sei es dieses Primitive, ist mehr ein Zeichen der Zugehörigkeit Mexikos zu dieser Familie der modernen Nationen und nicht so sehr eine tatsächliche Zuwendung oder Empowerment der indigenen Menschen. Ja, das sieht man. Also ein wichtiger Punkt hier ist auch der Unterschied zwischen dem europäischen Primitivismus und dem Indigenismus in Mexiko, also was er bedeutet. In Europa war es eben dieses exotische Andere von fernen Ländern, das als eine Art individuelle Option von diesen Künstlern und Philosophen aufgestellt wurde, um dieser modernen Zivilisation zu entfliehen, also dieser Entzauberung der Welt zu begegnen. Aber in Mexiko war es gerade dieses Primitive, das Indigene, das ein grundlegender Baustein einer womöglich besseren Version dieser modernen Zivilisation sein sollte. Also ein zutiefst kollektiver nationaler Prozess, in dem die ganze Nation eingebunden war. Bloß natürlich die indigene Bevölkerung war daran nicht beteiligt. Nächstes Bild. Ah ja, hier sieht man auch Frida Kahlo, die auch so eine Kollektion hatte mit indigenem Kunstwerk. Und hier links hat sie auch ein Retablo, nach ihrem Unfall hat sie auch so ein Retablo gezeichnet, inspiriert von einem indigenen Brauch. Und sie trägt da witzigerweise auch eine Dewana, also eine ein bisschen modifizierte Tracht aus Tehuantepec, die zu der Zeit dann schon zu einer nationalen Tracht wurde. Ja, also aus der indigenen Sicht gibt es da sehr viele Widersprüche. Also sie waren mit diesen Paradoxien konfrontiert. Nämlich so, dass um als gleichberechtigter Teil der Nation zu gelten, müssten sich die Indigene einerseits modernisieren und quasi der urbanen Gesellschaft hinterherlaufen und aufschließen. Doch wenn sie gerade das tun, verlieren sie ihre Authentizität, also eben jene Indigenität, weswegen man sie überhaupt anerkennt. Ja, ein Ausweg aus dieser Zwickmühle war es dann, sich diesen gleichen Widerspruch zunutze zu machen. Also das heißt, Indigene konnten modern und anerkannt werden, indem sie sich selber indigenisierten. Und zwar eben nach den vorherrschenden Vorstellungen. Nächste Folie bitte. Hier bringe ich jetzt noch ein Beispiel, wie das zum Beispiel möglich war, nämlich das Kunstwerk in Olinalá. Olinalá ist ein Nauerdorf, das bekannt ist für die sehr fein bemalten Holzschachteln und Kürbisse, die bereits von ersten Kolonisatoren als aztekische Kunst erwähnt werden. Nur praktizierte man diese Kunst im Laufe des 19. Jahrhunderts fast nicht mehr. Und die ist fast in Vergessenheit geraten. Bis dann interessanterweise ein in Österreich geborener Graf und Kunsthändler, René de Harnoncourt, in dieses Dorf kam, zwischen 1927 und 1929. Und er war auf der Suche nach eben nach indigenen Kunsthandwerk, das er eben gut verkaufen konnte. Und er brachte den Leuten in Olinalá seine Sammlung von diesen antiken Schachteln, die er zuvor erworben hatte. Und die Künstlerinnen dort, also die letzten Verbliebenen, haben dann dort auf diesen alten Schachteln haben sie eine Technik wiederentdeckt, die sie eigentlich schon vergessen hatten. Eine Technik, die Rayado heißt. Das sind mehrere Lackschichten, die in Reliefform übereinander gemahlen werden und sehr aufwendig ist. Also hier rechts sehen Sie ein paar Bilder. Oben ist eine antike Schachtel mit dieser Rayado-Kunst.
Hier unten ist dann eine einfachere Technik. Und ganz unten ist dann, sind dann die modernen Schachteln, die sich wiederum an diese alte Technik inspiriert. Übrigens, die Technik wurde im 16. Jahrhundert durch den Einfluss von chinesischer Lackkunst inspiriert und ist dadurch entstanden. Damals gab es in Mexiko eine nicht kleine chinesische Community wegen dem pazifischen Silberhandel. Und die Indigenen damals haben sich von dieser Kunst inspirieren lassen. Auf jeden Fall, was der Graf nun, also René de Arnoncourt, den Indigenen auch zeigte, ist, dass diese Kunst jetzt gewertschätzt wird und halt sich gut verkaufen lässt. Und deswegen ist Olinalá, also nicht nur deswegen, aber Olinalá hat dann immer mehr ihre Kunst größer gemacht und vermarktet. Interessanterweise haben sie sich selber bereits ab dem 19. Jahrhundert gar nicht mehr als Indigene verstanden, sondern schon eine mestizische Identität angenommen. Aber dadurch, dass sie diesen Schachteln eine Tradition zuschreiben konnte, eine ungebrochene Tradition von der prähispanischen und aztekischen Kultur bis jetzt, war diese Schachtel dann eine aztekische Schachtel, also eine authentische Schachtel sozusagen, die man gut verkaufen konnte. Auf das zweite Beispiel werde ich jetzt nicht mehr eingehen, da geht es darum, wie sich Indigene im Milpa Alta auch als aztekische Nachfolger inszenieren konnten, um der politische Inklusion hörbar zu machen und sich bestimmte Rechte sichern konnten. Aber gehen wir weiter. Und nächste Folie, bitte. In den 60ern und vor allem in den 70ern und 80ern beginnt sich jetzt eine neue Generation von mexikanischen Intellektuellen mit diesem Indigenismus auseinanderzusetzen und kritisiert die Assimilisierungsideologie und diesen Paternalismus als offiziellen Indigenismus. Die zwei Zitate bringen da die zwei wichtigsten Kritikpunkte auf den Punkt, nämlich erstens die Unterdrückung der Andersseite Indigenen, um sie für den Staat und für die Nation nutzbar zu machen, und andererseits deren Ausschluss von einer Beteiligung und einer Selbstbestimmung an diesen Prozessen, an diesem Indigenismus. Der Staat reagierte dabei ziemlich schnell auf diese Kritik. Nächste Folie, bitte. Also er nahm diese Kritik ab den 80ern ziemlich schnell an und passte auch die Politiken daran an. Aber hier muss natürlich auch der größere Kontext im Auge behalten werden, nämlich einerseits die immer größer werdenden Bauernbewegungen, die hauptsächlich aus Indigenen bestanden, aber auch vor allem der Einzug des Neoliberalismus in den nationalen Diskurs und den Politiken. Das geschah vor allem dann ab 1982 mit einer großen ökonomischen Krise und der Einführung von Strukturanpassungsprogrammen und einer Technokratisierung des Staates. Das heißt, dieses Konzept von Paternalismus und Assimilierung von Indigenen, um sie zu entwickeln, passte dann nicht mehr in dieses Konzept vom schlanken Staat und effizienten Staat. Um diese Indigenen aus ihrer Armut und Exklusion zu befreien, wurde jetzt stattdessen eine Art von Entwicklung mit Identität propagiert. Das heißt, Religionen, Traditionen, Bräuche und sowas waren nicht mehr Hindernisse auf dem Weg zur Mestizache, sondern vielmehr eine Art Kapital, zum Beispiel eben touristisches Kapital. Und Indigene sollten dabei auch selber an dieser Gestaltung von Entwicklungsprojekten teilhaben. Mit dem Ziel, diese schlussendlich effizienter zu machen und weniger staatliche Ressourcen darin zu investieren.
Und in diesem Kontext wurde dann so ein Diskurs der Anerkennung zum neuen Leitstern, der den Diskurs des Mestizaje ein bisschen ersetzte. Der Präsident Carlos Salinas de Gortari schreibt zum Beispiel, Zitat, die Nation erkennt die indigenen Völker als einen vitalen Teil unserer multikulturellen Integration an. Deswegen wird er deren Sprachen, Kulturen, Traditionen, Glauben und Organisationsformen schützen und fördern. Wir kommen von 500 Jahren der Fusion verschiedener Kulturen. In dieser Diversität unserer Herkunft und in der Einigkeit unserer Nation liegt unsere Stärke. Also wie in diesem Zitat auch ersichtlich, brachte dieser Multikulturalismus auch große Veränderungen in dem, was es bedeutet, Mexikanerin zu sein. Also das Ideal der Diversität ersetzte langsam das der Homogenität durch Mestizaje. Nächste Folie bitte. Das neue Motto in dieser multikulturellen Periode war jetzt Einheit in der Vielfalt. Und das zeigte sich auch mit Verfassungsänderungen 1992 und dann wieder 2001, in dem Mexiko als ein plurikulturelles Land definiert wird. Genau. Aber wichtig ist hier auch zu erwähnen, dass diese Verfassungsänderung für Mexiko ein Symbol war, um sich als eine weltoffene, demokratische und moderne Nation darzustellen. Und das ist vor allem im Kontext des politischen Wandels zu verstehen, der ab den 80ern einsetzte, nämlich das Ende der 70 Jahren herrschenden Einparteienregierung, und die dann 2000 abgewählt wurde. Und diese Regierungen mussten dann diesen demokratischen Wandel glaubwürdig machen. Und eine Methode, um das zu machen, war eben, diesen modernen Multikulturalismus anzunehmen. Der Präsident schreibt zum Beispiel damals, gegenwärtig erfahren wir einen Prozess, in dem das Ethnische, einst unterdrückt, ein entscheidender Faktor der Zukunft von Staaten und Nationen ist. Multikulturalismus ist der Wesen der Demokratie. Das kann nicht mehr ignoriert werden. Also nicht unähnlich der Umarmung von Primitivität als ein Zeichen von Modernität Anfang des 20. Jahrhunderts ist hier der Multikulturalismus ein Zeichen für Modernität. Nächste Folie bitte. Aber dieser neue Diskurs ist nur scheinbar ein Abschied von der Suche nach einer homogenen Mexikanität, also einer Mexikanidad. Es ist vielmehr eine Art Eingliederung von Diversität in eine mexikanische Identität. Das heißt, auf einer unteren Ebene werden diese Unterschiede und Differenzen zwischen den verschiedenen Ethnien und Kulturen in Mexiko betont und gefördert. Und auf einer höheren Ebene werden diese ganzen Differenzen wiederum unter das Übergreifende der nationalen Identität subsumiert. Das veranschaue ich zum Beispiel ein Zitat von einflussreichen Schriftsteller Carlos Fuentes. Er schreibt, Zitat, wir sind Indigene, schwarze Europäer, also Schwarze und Europäer, aber vor allem sind wir Mestizen. Spanien und die Neue Welt sind Zentren, in denen sich multiple Kulturen treffen, Zentren der Eingliederung, nicht der Exklusion. Wenn wir inkludieren, bereichern wir uns und finden uns selber. Also das eigentliche Objekt dieser multikulturellen Politik ist nach wie vor die Mestizin, also die mexikanische Mehrheitsgesellschaft. Man kann jetzt sagen, dass es einfach eine neue Form eines Selfing by Appropriating ist, also das heißt eine Identitätskonstruktion durch die Kooptierung des indigenen Anderen. Diese zwei Bilder da unten von der Karte von Mexiko zeigen das ein bisschen oder können das metaphorisch ausdrücken, nämlich links zuerst das Bauen von Mexiko als Nation auf Basis von der aztekischen Kultur und rechts das Bauen von Mexiko auf Basis von dieser diversen, von diesen diversen indigenen Kulturen. Und dabei steht natürlich noch immer die Folklore im Vordergrund.
Nächste Folie. Genau, dieser Wandel, den ich jetzt beschrieben habe, von Ideal der Weisheit, vom Ideal zum ist die Sache, zum Ideal von Diversität, lässt sich auch ganz gut an der Namensänderung für den 12. Oktober, also der sogenannten Entdeckung Amerikas, darstellen. In Mexiko hieß dieser Feiertag bis 1928 Dia de la Hispanidad, also Tag der Spanischen. Und seit 1928, also seit der Mexikanischen Revolution, hieß er dann Dia de la Raza, also die Tag der Rasse, der mestizischen Rasse. Und in den 90ern, vor allem dann zum 500-Jahre-Jubiläum 1992, gab es immer mehr werdende Diskussionen über diesen Namen. Und der wurde nicht offiziell geändert, aber einer der Vorschläge war auch Día del Encuentro entre dos Mundos, also Tag des Zusammenfindens, der Begegnung zweier Welten. Und erst jetzt kürzlich, im Dezember 2020, wurde der Name jetzt offiziell umbenannt, nämlich in Día de la Nación Pluricultural. Genau, und hier ist auch bildlich dargestellt, oben die Entdeckung Mexikos, also das Bringen von der Zivilisation. Da in der Mitte ist eine Statue von Cortés, den Conquistador Cortés, mit der indigenen Frau Malintzin, mit der, wie die Legende so geht, das erste mestizische Kind erzeugt hat. Das sieht man da ganz klein mit ausgestreckter Hand, so ein Kleinkind. Genau, die Statue wurde erst 82, glaube ich, in Mexiko-Stadt gemacht. Aber das verdeutlicht eben diesen mestizische Mythos. Und ganz unten sieht man eine Musik, also ein Wandmosaik, wo eine Hand von einem franziskanischen Mönch der indigenen Hand einen Apfelsamen überreicht. Darauf werde ich später noch zurückkommen, aber so, dass die harmonische Begegnung der zwei Welten wird da dargestellt. Also hier wird alles, was mit einer gewalttätigen Konquist assoziiert wird, ausgelöscht, sondern es geht um diese harmonische Begegnung im Zeichen der Diversität und der Toleranz. Ja, wie wir gesehen haben, ist dieser Wandel, diese verschiedenen Formen der mexikanischen Identität, die ersetzen sich nicht mit der Zeit. Es ist vielmehr ein paralleles Verlaufen, ein Überlagern. Und je nach Kontext wird mal das eine stärker betont oder das andere. Und darauf komme ich dann am Ende wieder zurück. Nächste Folie bitte. Einer der indigenen Auswege oder Strategien in dieser Zeit des Multikulturalismus und das bekannteste Beispiel dafür sind die zapatistischen Aufstände, vor allem der Aufstand der EZLN 1994, den ich am Anfang erwähnt habe. Genau, diese indigene Organisation forderten unter anderem eine radikale Redefinition der Idee der Nation. Und zwar von der Autonomie und Selbstbestimmung her. Und interessanterweise tun sie diese Idee nicht rechtfertigen, also nicht nur mit marxistischen Ideen, sondern auch, indem sie gerade diese Widersprüche und diese Doppelmoral des nationalen Diskurses hervorheben und aufzeigen. Also sie schneiden da richtig ins Herz der nationalen Identität. Und hier konzentrieren sie sich vor allem auf zwei Widersprüche. Nämlich das erste, dass trotz dieser Anerkennung von Indigenen diese nach wie vor ausgeschlossen sind von der Gestaltung und der Teilhabe an der Nation. Und sie wollen jetzt nicht einfach nur eine Teilhabe von Indigenen,
wie sie praktiziert wurde, nämlich von einer vorgefertigten Position aus, die ihnen zugewiesen wird, sei es als Nachfolger der Herzegnen, sei es als Wurzeln der Mestizen, sei es als Folklore der Nation, also das sind so die indigenen Positionen, die erlaubt sind quasi, sondern sie fordern eine Teilhabe von einer Position aus, die Indigene selber definieren. Und der zweite und wichtige und auch sehr wichtige Widerspruch ist, dass zwar Bräuche, Trachten und Tänze und so weiter gefördert werden, aber gleichzeitig die eigentliche indigene Lebensweisen, was jetzt soziale, politische, ökonomische und philosophische Einstellungen betrifft, die werden ignoriert oder auch aktiv bekämpft. Zum Beispiel, was die Basis des indigenen Gemeinschaftslebens besitzt, das Gemeinschaftsleben betrifft, nämlich der kollektive Landbesitz, der auch mit den neoliberalen Reformen versucht wurde aufzulösen oder aufgelöst wurde auch in der Verfassung. Genau, nächstes Bild bitte. Ja, ich möchte jetzt abschließend noch ein paar Beispiele aus meiner eigenen rezenten Forschung in Mexiko bringen und damit ein bisschen zeigen, wie diese verschiedenen Vorstellungen und Diskurse der Nation und auch die indigenen Antworten und Strategien, die verschiedenen, auch heute noch von Bedeutung sind. Ja. Und auch irgendwie bisschen darstellen, wie diese ganzen Prozesse, die ich jetzt vorgestellt habe, in verschiedenen Konstellationen, auch heute noch überall in Mexiko immer wieder auftauchen. Ich habe in einem Bezirk im Zentrum Mexikos geforscht, Zacatlán de los Manzanas, wo es ungefähr 30% Nahua-Einwohner gibt und 70% Mestizinnen. Und genau, ich bringe jetzt nur ein Beispiel, nämlich diese Wandmosaik, das sich über drei lange Wände streckt. Und dieses Wandmosaik wurde vor 5 Jahren gebaut, also über mehrere Etappen hin, und ist heute einer der Anziehungspunkte der Stadt, also einer der großen touristischen Attraktionen und wird auch als Symbol der zacatekischen Identität propagiert. Und ist so, dass es soll die Identität darstellen vom Bezirk. Und interessanterweise finden wir in diesem Mosaik die drei Etappen, die ich jetzt vorgestellt habe. Bitte Folien wechseln. Nämlich eine Seite von diesen drei Wänden widmet sich der aztekischen Religion, also dem prähispanischen Glauben und der Götternwelt. Hier sieht man Quetzalcoatl zum Beispiel. Und genau, das ist so die eine Seite von dieser Mosaikwand. Folie wechseln bitte. Und auf einer anderen Seite, also gegenüber, werden Szenen aus der Bibel dargestellt. Und das verdeutlicht so ein bisschen die zwei Grundpfeiler des Mestizo, also der Mestizaje, das Mestizaje-Mythos, so auf der einen Seite das Aztekische und auf der anderen Seite das Christliche, Europäische. Und jetzt die größte Seite des Mosaiks, also die zwei Seiten sind so rechts und links und in der Mitte werden dann Indigene dargestellt. Bitte Folie wechseln, dann sieht man es ganz gut. Hier werden Indigene, also die Nahuas aus der Region, in, sagen wir mal, sehr indigenistischen, romantischen Positionen dargestellt.
ich weiß nicht, wie gut man das sieht, aber hier pflücken sie Äpfel, hier ziehen sie einen Kahn, also sehr rurale, ländliche, harmonische Beziehungen. Und unter diesem Mosaik sieht man ein langes Wandbild von Diego Rivera, das er in den 20ern gemalt hat, wo man schon die Parallelen sieht von diesem romantisierten Indigenismus. Und die Sache ist, dass die Figur des Mestizo oder der Mestiza in diesem Wandmosaik nicht vorkommt. Also sie ist nicht abgebildet. Doch stillschweigend ist sie das eigentliche Subjekt dieser drei Wandmosaike. Also der und die Mestiza sind die, die davor stehen und sich selber in diesen Bildern erkennen sollen. Genau, das heißt auf den beiden Seiten die historischen Bausteine der Geschichte der Mestizo, der sozialistische und das christliche, natürlich mit dem kleinen Detail, dass die christliche Seite heutzutage noch viel präsenter ist als die sozialistische Religionen, in der Mehrheitsgesellschaft zumindest. Und hier vorne an der langen Wand sind die ganzen authentischen, positiven Elemente der mexikanischen Science Art dargestellt anhand des Indigenen. Genau, jetzt gibt es natürlich auch diese 30% von Nahuas in diesem Bezirk. Und ich möchte ganz kurz nur zeigen, wie diese drei Auswege oder Strategien, die ich vorgestellt habe, auch selbst in diesem kleinen Bezirk vorkommen können. Und zwar parallel, je nach Kontext und von verschiedenen Akteuren. Nächste Folie bitte. Zum einen ist die Anerkennung durch Modernisierung. Und hier habe ich mit Kunsthandwerkerinnen interviewt und sie begleitet auf ihren Verkaufstouren und so. Und eine dieser Kunsthandwerkerinnen meint, Zitat, die Touristinnen kaufen nicht diese teuren traditionellen Blusen. Um zu verkaufen, haben wir daher diversifiziert. Und diese Kunsthandwerkerinnen haben einfachere und irgendwie brauchbarere für die moderne Konsumgesellschaft angelegte Blusen gemacht und haben auch mit ihren traditionellen Strickereien, haben zum Beispiel so Handytaschen gestrickt oder Krawatten gemacht mit Stickereien. Das heißt, sie haben sich gerade so weit modernisiert, damit das verkaufbar wird, aber so für Touristen, die einfach ein Andenken brauchen oder irgendwas, was nützlich ist, aber noch immer dieses traditionelle, authentische herzeigt. Genau, eine andere Strategie ist die Indigenisierung von sich selbst. Und das habe ich vor allem bei evangelikalen Indigenen gesehen, die da in diesem Bezirk die Mehrheit darstellen. Und da muss gesagt werden, dass von den meisten Mestizinnen die evangelikale Religion in Mexiko als eine Art imperialistisches Werkzeug von den USA gesehen werden. Also es wird sehr kritisch gesehen, dass die armen Indigenen dann nur hinters Licht geführt werden und nur dazu gebracht werden, dass sie ihr traditionelles Leben zurücklassen. Vor allem, weil evangelikale Indigene, dem wird von der Religion aus verboten, bei den traditionellen Tänzen mitzumachen, die als Gotteslästerung gesehen werden, weil sie Heilige anbeten und nicht Gott selber. Das ist eine längere Geschichte. Auf jeden Fall, es gibt eine Gruppe von evangelikalen Indigenen, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihre Sprache, das Nahuatl, das vom alten Aztekischen kommt, zu revitalisieren. Und sie rechtfertigen immer wieder ihre Authentizität, indem sie ihre Sprache
mit denen der Sprachen der Aztekinnen verknüpfen. Eine von diesen evangelikalen Indigenen hat zum Beispiel ein Gedicht geschrieben und schreibt dort ganz am Ende, wir haben Mexiko den Namen gegeben. Also eben der Name Mexiko ist von unserer Sprache und deswegen sind, ja, nicht deswegen, aber damit werden wir zu authentischen Indigenen, auch wenn wir nicht mehr diesen Katholizismus praktizieren. Genau, und jetzt eine dritte Art ist, kommt von einer eher klassischen indigenen Organisation, die ähnlich wie die Zapatistas Widersprüche aufzeigt, aber nicht mit dieser Direktheit und konfrontativen Haltung wie die Zapatistas, sondern sie verweisen vielmehr auf solche Sachen wie die Morales und argumentieren, dass jetzt die Mestizen diese ganze indigene Kultur verwenden müssen, weil sie selber keine Kultur haben. Und sie drehen jetzt die Mestizache ein bisschen um und meinen, okay, die Mestizen und Mestizinnen sind im negativen Sinn eine Mischung. Das heißt, sie haben ihre eigene Identität eigentlich verloren und wissen nicht, wer sie sind. Aber das, was Mexiko schlussendlich ausmacht, sind wir. Also die Mexicanidad wird zur Indigenidad. Und damit verlangen sie dann eine größere Inklusion, in diesem Fall in den touristischen Markt. Und können ein bisschen legitimieren, dass sie halt politische Ämter auch erhalten sollen. Genau, und damit komme ich schon zum Fazit. Nächste Folie bitte. Um das alles, was jetzt ein bisschen ausgeufert ist, wieder auf einige Punkte zurückzubrechen. Habe ich jetzt da vier Thesen aufgeschrieben, nämlich das erste, die Integration des Indigenen in das Nationale geschieht als eine nach unterschiedlichen Modalitäten geformt und je nach Zeit, parallele Wertschätzung und Anerkennung und Abwerten und Diskriminieren. Also ist immer dieses ein doppelseitiger Prozess. Und zweitens, die nationale Anerkennung des Indigenen hat viel mehr mit dem Idealbild des Wir Mexikanerinnen zu tun, als mit der indigenen Bevölkerung selbst. Also jetzt von der Warte der Nation aus betrachtet. Drittens, Indigene sind oft mit Widersprüchen konfrontiert, die ihre de facto Exklusion legitimieren, auch wenn sie gleichzeitig auf einer anderen Ebene, nämlich eigentlich auf einer symbolischen Ebene, integriert werden. Und viertens, Indigene können diese Widersprüche zu ihrem Vorteil formen. Also sie können, hier haben jetzt nur drei Beispiele, sie können diesen Diskurs und diese Politiken auch für ihren Vorteil nutzen. Natürlich gibt es da parallel auch die andere Strategien, wie wirklich gewaltvolle Aufstände oder direkte Konfrontationen, aber diese eher subversiven Formen gibt es auch. Genau, und damit bin ich am Ende des Vortrags. Nächste Folie bitte. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und ich bin gespannt, welche Fragen es gibt oder Kommentare. Ja, da war jetzt viel dabei und ihr könnt gerne zu allen möglichen, auch zu einigen Details oder so, Fragen stellen. Ja, Diego, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Kannst du mich gut hören? Ja. Gut, es sind schon Fragen hereingekommen. Ich lese sie dir vor. Die erste Frage, aktuelle Einschätzungen des EZLN in Chiapas beziehungsweise der Lage in Oaxaca, in Klammer wiederholte Besetzung, Klammer zu, vor allem angesichts permanenter Fortsetzung lokaler Übergriffe seitens Guardias Blancas, in Klammer 1994, auch gegen Ökologie und Aktivismus, Fragezeichen. Okay. ja, also ich bin jetzt nicht so super up to date, was die Zapatistas anbelangt.
Aber ich finde es interessant, dass sie ursprünglich zwar auf Autonomie und Unabhängigkeit gesetzt haben, aber das war nie als eine separatistische Bewegung gemeint. Also sie wollten nie unabhängig vom Staat Mexiko werden, sondern sich eben genau in das Herz der Nation hineinbewegen. Genau, und ich weiß jetzt nicht, was mit Guarias Blancas gemeint ist, aber vielleicht das Militär und Paramilitärs, die dann eingesetzt wurden, um die Zapatisten zu unterwandern, während man auf der politischen Ebene es eigentlich so getan hat, als würde man mit ihnen verhandeln. Genau, und auf jeden Fall heutzutage haben sich die Zapatistas ein bisschen zurückgezogen, auch von der Enttäuschung, die sie erlebt haben, dass da auf der nationalen Ebene nichts weitergeht, und haben versucht, das zumindest auf dieser lokalen und dieser regionalen Ebene, zumindest dort diese gewisse Autonomie zu verwirklichen. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was noch in der Frage war. Ja, es sind noch zwei weitere Fragen. Nein, okay. Noch mehr. Gut, die nächste Frage wäre, wie beziehen sich Gegenwartskünstlerinnen in Mexiko heute auf das aztekische Erbe? Ja, da gibt es auch viele verschiedene Bewegungen, die das auch irgendwie parallel zeigen. Also es gibt die popkulturellen Bewegungen, wo eben Azteken als so die edlen Wilden dargestellt werden. Ein bisschen parallel auch zu diesem Azteken-Revival, das eigentlich seit den 70ern läuft. Zum Beispiel auch diese aztekischen Tänze, die wahrscheinlich jeder kennt, der in Mexiko-Stadt unterwegs war und sieht, wie Mestizinnen diese aztekischen Tänze revitalisieren und als eigene Tradition darstellen. Genau die gibt es. Und eine andere große Bewegung sind die beeinflusst sind von der Migration nach USA und von Chicanas. Und dort diese Hybridisierung des Mestizen wieder in den Mittelpunkt stellen, aber diesmal nicht als ein abgeschlossener Prozess zwischen Europäischen und Indigenen, sondern als ein Prozess der Hybridisierung, der nach wie vor läuft und das wird dann so als die Stärke der eigenen Identität aufgefasst, dass man viele verschiedene Einflüsse aufnehmen kann. Ich habe jetzt leider keine Beispiele, aber das wäre ein eigener Vortrag wahrscheinlich. Aber eben, ja, diese indigenistischen Motive gibt es dann parallel zu dem auch noch immer. Dazu passend die Frage, welche Rolle haben im Indigenismus Museen gehabt, wie das Nationale Anthropologie-Museum Mexikos? Ja, genau, also die waren natürlich sehr wichtig, in dem, vor allem die archäologischen, die eben seit dem 19. Jahrhundert im 19. Jahrhundert die Staatswissenschaft per se war und dann im 20. Jahrhundert ist die Anthropologie dazugekommen. Und das heutige Nationale Anthropologie-Museum ist ein großes Bauwerk und ein sehr wichtiges, weil eigentlich jeder Mexikaner, Mexikanerin mal drinnen war. Und interessant ist dort die Aufteilung vom Museum. Das ist so ein Flügel, wo man reingeht, also so ein Dreieck und auf zwei Ebenen verteilt. Und die meisten, die dorthin kommen, also auch Schülerklassen und so, die werden direkt in den größten Raum, der in der Mitte ist, geführt. Und das ist der aztekische Raum, also der Raum, wo auch eben einige der Ausstellungsstücke, die jetzt im Weltmuseum zu sehen sind, normalerweise ausgestellt sind. Und das ist so der große und wichtigste Raum. Und rechts und links davon sind andere prähispanische Kulturen, also andere archäologische Fundstücke. Und dann im zweiten Stock sind eher die anthropologischen, aktuelleren Ausstellungsstücke, nämlich eben diese Kunsthandwerke der lebenden Indigenen.
so der neueren Indigenen. Eben die ganzen Kunst und Werke, die auch 1921 ausgestellt wurden zum Beispiel. Aber man sieht dort irgendwie die Wichtigkeit, also die, ja, dem, was man am meisten Wert zuschreibt, ist noch immer dieses aztekische Erbe. Und danach kommen erst diese lebenden Indigenen mit ihrer Kunst, was ja dann ein Schmuck ist für die nationale Identität. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, gibt es noch. Bevor die Frage kommt, die Anmerkung, danke für diesen ausgezeichneten Vortrag. An welchen aktuellen Themen forschen Sie momentan und welchen Einfluss hat Corona auf Ihre Arbeit als Wissenschaftler? Ich war das letzte Mal 2018 in Mexiko auf Forschung und da ging es eigentlich um den Tourismus und wie Indigene an diesem Tourismus teilhaben können, eben in Zacatlán. Und welche verschiedenen Antworten es gibt von Seiten der Indigenen, aber auch welche unterschiedlichen Rechtfertigungsmechanismen es von nicht-indigenen mestizischen Eliten gibt, die sich in gewisser Weise die indigene Kultur und Identität aneignen. Es hat sehr viel zu tun mit dem, was ich heute berichtet habe, aber ist natürlich auch viel weiter gefächert und inkludiert größere Themen. Interessanterweise hat die Pandemie jetzt natürlich große Auswirkungen gehabt dort in Zacatlán, aber auch nicht, also für Indigene nicht so starken so starke Auswirkungen, weil sie nicht so stark vom Tourismus abhängen wie in anderen Regionen. Das war genau mein Forschungsschwerpunkt, zu zeigen, wie die indigene Kultur nur, also hauptsächlich in erster Linie auf einer symbolischen Ebene als touristisches Kapital eingesetzt wird, aber auf der realökonomischen, um so zu sprechen, nicht viel verkauft wird. Das heißt, das Gute daran ist, dass die Indigenen jetzt nicht so sehr von diesem Ausfall von Touristen betroffen sind. Aber natürlich auch vom Verbot oder der Nichtmöglichkeit, in die urbanen Zentren zu ziehen und dort ihre Arbeit nachzugehen. Oder auch die Migration in die USA ist jetzt auch zum Halt gekommen. Egan, wann warst du das letzte Mal dort? Vor Ort? Eben 2018. Okay. Ja, schon länger. Ja. Mhm. Gut, es gibt noch eine Frage. Es ist bald 8:30, also ich glaube, wir können dann schön langsam zum Schluss kommen. Zum Abschluss eben diese Frage, sind die am Schluss gezeigten Aneignungsstrategien tatsächlich als Chance oder als Sackgasse zu sehen? Ja, das ist sehr interessant und ich würde sagen, es ist beides gleichzeitig. Man kann das nicht so klar und eindeutig und auch vor allem generell sagen. Es ist vielmehr von Fall zu Fall recht unterschiedlich. Also wie ich glaube ich auch im Abstract schreibe, es kann natürlich in gewisser Weise eine Falle sein, weil man zum Beispiel im Fall von der Indigenisierung dann auf dieses Indigene festgemacht wird und jeder Moment, in dem man irgendwie dann von diesem Indigenen abweicht, dann genutzt wird, um diese Strategie zu delegitimieren. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand illegale Indigene nicht mehr in der Tracht durch die Straße gehen, sondern in der modernen Straßenkleidung und sagen alle, hey, was ist das, die ist nicht authentisch. Das kann so ein bisschen eine Sackgasse sein, aber es ist viel, viel diverser als das. Also es kann eben auch genutzt werden, aber auch hat auch negative Seiten. Und die Modernisierung kann auch eben diese Gefahr beinhalten,
dass es dann nicht mehr als authentisch wahrgenommen wird, wenn es dann zu sehr modernisiert wird. Und das, was man so typisch glaubt oder annimmt, ist, dass es dann für die, zum Beispiel für die Kunsthandwerkerinnen, wenn sie etwas modernisieren, dann nicht mehr die gleiche Bedeutung hat wie für die traditionellen Kunsthandwerker und so. Aber ich glaube, das ist auch zu eng gesehen, wie man auch in dem Beispiel von der Tracht von Dewante Beck gesehen hat, ist, dass sie, also ich habe es jetzt, glaube ich, nicht extra betont, aber durch diese Modernisierung konnten sie gerade eine neue Verbindung zu ihrer Tracht und zu ihren Traditionen aufbauen, die sie sonst verloren hätten. Das ist so eine ständige Erneuerung von Bedeutung, die da dadurch möglich wird, dass man sich adaptiert. Es kam noch eine Frage rein. Kann die Situation der Indigenen in Mexiko sich mit anderen modernen Ländern in Südamerika vergleichen, wie Peru? Fragezeichen. Ja, also ich würde sagen, genau, Peru ist ein Land, wo Indigenismus auch eine lange Tradition hat und sehr starke Parallelen zu dem in Mexiko. Nur dass dort eben das Inka-Imperium statt das aztekische Imperium genommen wird. Aber es, soweit ich weiß, war es nie so stark wie in Mexiko. Also dieser Prozess von Mestizaje als nationale Identität war nie so durchgreifend, wie es in der heutigen mexikanischen Gesellschaft ist. Das quasi von Uni-Professoren bis zu Arbeitern als Unhinterfragtes gesehen wird, dass man Mestizaje ist und Mestizo bedeutet eine Vermischung von Azteken und Europäern und so weiter. Das ist, glaube ich, in Peru nicht so stark durchgreifend. Und in allen anderen Ländern, ich glaube, in den meisten gab es indigenistische Bewegungen, selbst in denen, wo es kaum Indigene gab, wie in Chile und Argentinien, wo dann halt zum Beispiel die Mapuche als nationales Symbol genommen wurden. Und ja, aber insgesamt kann man sagen, dass diese Etappen in ganz Lateinamerika sehr recht ähnlich vorgekommen sind, aber nicht in der Stärke und natürlich mit Unterschieden. Es gäbe noch eine Abschlussfrage. Geht das noch? Ja, klar. Hat der Indigenismus auch Einfluss auf die Selbstdefinition der verschiedenen indigenen Gruppen gehabt? Ja, so sage ich schon ein bisschen erwähnt. Entschuldigung. Dieser Prozess der Nation, des Nationswerdens, ist natürlich ein zweiseitiger Prozess. Also auch wenn es von der Position der Mestizinnen hauptsächlich mit ihnen selber zu tun hat, wirkt er natürlich auch auf Indigene ein. Und sie nehmen das auf und bauen das in ihre eigene Identität auf, wie diese Beispiele auch ein bisschen gezeigt haben. Ja, ich glaube, das ist so die Grundbewegung, die da existieren. Das ist immer so ein dialektischer Prozess zwischen dem Nationalen und dem Indigenen. Bis zu dem Punkt, wo man das Indigene und das Nicht-Indigene, das Staatliche, gar nicht mehr voneinander trennen kann. Also man kann natürlich sagen, okay, ich suche jetzt nach irgendwie den authentischen Wurzeln von diesem Nahua und also das, was vom Staat nicht beeinflusst wurde, aber das wäre, glaube ich, schon ein bisschen eine Konstruktion, wenn man ausblendet, wie auch die spanische Kolonialisierung und auch die Unabhängigkeit einen großen Einfluss auf das Selbstverständnis hatte. Ja, danke schön. Ja, ebenfalls. Gut. Vielen Dank. Wenn keine weiteren Fragen sind, ich sehe momentan nichts mehr im Chat, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen spannenden Vortrag, Diego Freudenthaler, und dem Publikum für die spannenden Fragen.
und wünsche allen einen schönen Abend. Buenas noches. Buenas noches, vielen Dank.